Seit fast einem Jahr versorge ich euch mit Krypto-News, deswegen teilen, liken und verbreiten. Danke für euren Support. Ich werde euch weiterhin natürlich, egal was hier passiert, werde ich euch immer meine ungeschönte Sicht mitteilen. Und für alle Android-Nutzer, Zoomex, erster Link in der Beschreibung. Es gibt immer noch den Deposit-Bonus, wir haben noch ein paar Plätze und es gibt jetzt auch die App. Unbedingt rein, Elben. Danke für euren Support und ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn was passiert, ich bin immer da. Küss euer Herz. Was geht denn ab, liebe Leute? Hier ist er wieder, das Phantom der Kerzen. Wir gehen heute mal deep diven. Es wird heute nicht politisch. Ich werde nur mal was zur Wahl sagen. Und wir werden alles komplett beleuchten. Deswegen, ich bin froh, dass ihr am Start seid. Wir gehen sofort rein. Der einzige Kanal ohne FOMO-Gefahr. So, eine shady Trendlinie haben wir hier. Die würde ich jetzt erstmal auf Seite lassen. Was finden wir zuerst interessant? Wir finden erst interessant, dass wir sehr impulsiv sind. Das finden wir schön. Wir sehen, dass aktuell hier das ATH war. Und was jetzt interessant ist, die Kerze läuft noch 2 Tage und 15 Stunden. Wir sind jetzt wieder am Level angekommen, was einmal über dem ATH geschlossen hatte, bis jetzt vielleicht. Denn wir wussten, als wir uns das angeschaut haben, das Einzige, was das noch aushebeln kann, ist ein Fake-Out. Das hatten wir danach. Also, dass die nächste Kerze komplett geschluckt worden ist. Dann sagen wir, okay, das hier ist dieses Monatslevel, was für uns, ich will es präzise dran haben. Das ist genau dieses Monatslevel, bei dem wir uns gerade halten und was gerade so interessant ist. Das hier war das letzte Monat-Tief, das wir hier gerade in heftige Bereiche reinrennen. Wir ziehen uns das mal eben und ich meine im Moment, die Stimmung ist absolut bullisch und sollten wir mit einer fetten Kerze über dem letzten ATH schließen, hier mit einer Monatskerze und dann schallern die Wahlen rein, kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann erstmal einen Push Richtung 78 oder so bekommen. Aber wieder ganz wichtig, was ist denn, wenn die Wahlen schon eingepreist sind? Also nicht im Sinne von, wir wissen schon, was passiert, sondern, okay, wir haben bei diesem Krypto-Event haben wir gesehen, was war, als Donald Trump sehr positiv, extrem positiv für die USA, für Krypto gesprochen hat. Möchte da jetzt nicht so sehr drauf eingehen, aber ich glaube nicht, dass dieses erhoffte, okay, Trump-Präsident, bumm, das glaube ich einfach nicht. Aber ich lasse mich eines Besseren belehren, wäre schön für die Altcoins. So, das heißt, wir rennen gerade in eine Wand rein. Wir sind aktuell stark. Wir kommen hier aber in heftige Widerstände. Wir rennen ins Monatslevel. Das heißt, hier ist gerade nur die Frage, befindet sich jetzt hier ein brachiales Wickfischen? Wir gehen jetzt in die Wochenkerze, denn wir wissen, wenn der Markt brachial zum Beginn der Woche in solche Levels rennt, haben wir oft gesehen, dass der Markt hier einmal reinschießt und wir dann die Gegenreaktion bekommen. Sollten wir denn diese aktuelle Wochenkerze, sollte das nur ein Top-Wick sein, das heißt, dass die nur in dieses Level schießt und wir dann abverkauft werden, werden wir, glaube ich, automatisch in untere Bereiche gedrückt, weil wir dadurch dieses Areal wieder respektieren. Wir sehen es auch hier wieder, Moment, legen wir mal eben so drauf, wo wir gerade reinrennen, Weekly-Widerstand, also Weekly liegt hier auch genau in dem Level. Das heißt, wenn das hier ein Wickfishing wird und wir hier wieder drunter drücken, dann würde es, glaube ich, auch, weil viele auf diesen shady Trend hier gucken, würde uns das auch hier drunter drücken. Und hier wissen wir, hier liegt so viel Liquidität, dass wir dann automatisch in die unteren Areale rennen und vielleicht noch viel grausamer. So, wenn wir es drüber schaffen sollten und da müssen wir, ich werde wahrscheinlich zur Wahl oder auf jeden Fall zu Zeiten, wenn es brachial wird, werde ich auf jeden Fall live gehen, dass wir uns das zusammen anschauen. Jetzt sehen wir gerade, der Bruder BTC rennt hier wieder in diese Widerstände. Und wir wissen, da war dieses Monats-Fake-Out hier. So, jetzt sehen wir, wir legen uns hier das Ding drauf. Wie relevant war denn bitte dieses Areal hier? So, das ist jetzt das 5. Mal, dass wir da reinrennen. Und wir sehen trotzdem wieder, okay, der Markt tickt nur kurz ran und wird sofort wieder reagiert. Ich wollte rejected sagen, aber ich versuche, viele englische Begriffe wegzulassen. Wir sehen, dass der Markt da reinrennt, wird wieder zurückgedrückt. Das ist ja für uns schon wieder so ein kleines Zeichen. Das muss jetzt überhaupt nichts heißen. Er kann trotzdem drüber ballern. Aber dass dieses Areal, dass wir uns anhand der Kerzen, die sich hier ihren Weg bahnen, das hier ein wichtiger Punkt ist. Deswegen stellt euch einen Alarm auf den oberen Bereich. Das hier ist das, wo die ganze Action jetzt abgehen wird und der für uns gerade nächste wichtige Punkt. Des Weiteren haben wir auch gesehen, dass Market Cap kommt auch langsam. Market Cap denkt ja ein bisschen hinterher, drückt aber auch schon langsam hier in seinen Shady Trend rein. Der
ist die ganze Zeit am Pushen, hängt immer ein bisschen hinterher, hinter BTC. Okay, haben wir akzeptiert. Dann haben wir auf der CME-Börse, dürfen wir auch nicht vergessen, zum Wochenbeginn, wir hatten ja gegen 5 Uhr schon angefangen zu pushen, hatten aber hier schon das erste Gap Richtung 67.000. Dann habe ich mir hier gerade noch angeschaut. Hier so ein kleines Mini-Gap, das ist jetzt nicht so $200, aber wir sehen, dass sich diese Gaps hier auch wieder entlang schlängeln des Marktes. Und ich weiß, alle wollen jetzt wieder hören, dass das alles explodiert, und ich verstehe das auch. Die Dominanz ist auch, wir sind schon, ja, wir sind kurz vor der 60 gedreht, wenn man sich das anschaut. Wir sind hier auch so stark am Pushen, wenn wir uns das ansehen, dass wir uns natürlich fragen, wann kommt die Abkühlung? Und das Allerwichtigste für uns, wir sind jetzt zum Beispiel, kommen wir langsam, merkt euch die 60% in dem Bereich der Korrektur beim Market, bei der Market Dominance, dass wir da langsam in die Korrekturbewegung kommen. Und hier ist halt auch eine Menge an Liquidität liegen geblieben. Für uns ist, glaube ich, das Wichtigste, dass BTC nicht komplett abkackt, damit wir also bestmals endlich unsere wunderschöne Altcoin-Season bekommen, damit wir unsere ganzen Profite sichern können. Aber ich möchte halt nicht sinnlos sagen, okay, jetzt geht es ab. Denn wie gesagt, man sieht es hier, dieses Reinwicken, das war jedes Mal eine Gefahr. Wichtig ist Alarm, ich würde den Alarm sogar ein bisschen höher stellen. Hier irgendwie auf die 73.000 vielleicht, denn wenn wir uns das anschauen, wir haben noch ein wenig vor uns. Wir müssen es immer so sehen, was ist denn Wickfishing? Dass der Markt sich die letzten Highs holt und dann den Markt dreht. Wichtig ist, dass wir dann darüber schließen, denn wenn wir uns das im Großen anschauen, auch im 12-Monats-Chart, wenn wir so wollen, müssen wir ja dieses Jahr noch da drüber schließen, über dem ATH, weil sonst haben wir hier nur Liquidität gezogen. So. Aber so weit wollte ich heute eigentlich nicht gehen, aber ich komme immer in einen Redefluss und will euch eigentlich alles zeigen, was mir gerade im Kopf rumschwirrt, möchte es aber auch so kurz wie möglich machen. Deswegen, was sind die wichtigsten nächsten Level für uns, die interessant sind? Also das rausgenommen. Einmal diese 71, fast 72, dann haben wir die 72,8 und dann haben wir die 73,777. So, das alte Zockerlevel. Das heißt, hier zwischen ist noch so viel Liquidität und alle werden, die jemals im BTC Short haben, haben da ihre Short, ihre Long, also ihre SLs platziert oder halt ihre Liquidierungslevel, weil sie keinen SL haben, weil sie wieder nicht auf uns gehört haben, was richtiges Risk Management ist. Dafür können wir nichts, aber sobald der Markt hier reinrennt, kann das natürlich passieren, sobald wir da drüber gehen, dass eine brutale Liquidierungsarmee kommt und uns dann in den oberen Bereich erstmal drückt. Das ist im Moment diese Gefahr, dass sobald wir hier drüber kommen, denn jeder, der Short ist, muss ja eine Long-Position öffnen, um seine Short-Position wieder zu schließen, und diese Gefahr besteht dann natürlich, sobald wir anfangen, hier drüber zu drücken, dass wir hier erstmal eine Kettenreaktion bekommen. Nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht da, auch, also fangt jetzt nicht an, nur mein Wunsch, fangt nicht an, jetzt da irgendwie überhebelt reinzugehen, weil irgendjemand sagt, wir brechen jetzt aus, wir wissen es nicht, wir rennen jetzt erstmal in eine heftige Mauer, also in heftigen Widerstand, und das ist das Wichtige. Fette bullische Kerzen können so schnell wieder geflippt werden, und deswegen passt auf euch auf und setzt eure Alarme. Sobald was passiert, haue ich die Updates raus. Wenn jetzt irgendwas super Spannendes passiert, werde ich auch versuchen, direkt live zu gehen, dass wir uns das hier im Livestream zusammen anschauen können, um ein wenig die Spannung rauszunehmen. So, ich bin an eurer Seite, ich bin euer Freund. Passt auf euch auf und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Update. Bis dahin. Peace.